Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Silvio. Ich würde ja auch irgendwie gerne dort in das Loch noch reinspringen, aber ich habe ein bisschen Angst, wo wir rauskommen. Und ich würde gern vorher das hier noch so ein bisschen Bubblefish. Oh Gott, meine Hasen, ne? Tod erschrocken. Ich würde das hier gerne noch ein bisschen erkunden, wollte ich sagen. Wartet mal, bevor wir da hochgehen. War doch irgendwo. War doch irgendwo erst Interviewkram. Irgendwie nicht mehr da oder wir sind zu weit entfernt davon. Das kann natürlich beides sein. Das ist eine Attraktion. This must be the cable car Bobby wanted me to take. I just need to find the starting key. Okay. Oh. Oh, oh. Black Legs, schwarze Beine? Was hat denn schwarze Beine? Das sind Punkte hier an der Wand, ne? Ja, okay. Okay, wir müssen die Seilbahn zum Laufen bringen. Hier können wir schon mal einen Lauschangriff wieder machen. Da liegt was, warum kann ich das nicht nehmen? Ich habe keine Ahnung, was es ist. Aber na gut, vielleicht müssen wir erst wieder finden, dass wir es finden müssen. Okay, und das ist das Ding, was wir wahrscheinlich reparieren müssen dafür. Das ist der Start. Da hinten in 63 liegt noch was. Jetzt würde ich aber gerne erstmal gucken, ob ich hier reingehen kann. Gott. Ist das dafür gedacht, dass man reingehen kann? Ich bin unsicher, aber ich kann ja was hören. Was? Featherhead? Federkopf? Ich glaube, das ist gar nicht dafür gedacht, dass man hier wirklich hochgehen kann, ne? Weil ich komme hier nicht um die Kurve rum, seht ihr? Es könnte natürlich daran liegen, dass diese Dose hier liegt, aber ich glaube es nicht. Ich kann sie ja mal aufnehmen, wollte ich sagen. Aber das geht gar nicht. Ich kann die Dose nicht picken. Aber es würde auch nirgendwo dahin gehen, also ist alles in Ordnung. Okay, da ist der Start. Wir kommen nirgendwo anders dort mehr hin. Das heißt, ich kann jetzt mal probieren, hier in das Loch zu springen. Und gucken, wo wir hier rauskommen. Ob das vielleicht irgendein Shortcut ist oder so? Da. Was? Okay. Okay. Eins, zwei, drei. Hä? Also ich habe geschnallt, dass sich die Türen öffnen, aber...
Aber ich raff nicht ganz. Na? Okay. Ich raff nicht ganz, wo ich jeweils hin muss. Und ich kann mir vorstellen, dass ich gerade auch voll im Falschen bin. Denn hier ist ja nichts weiter. So. Wahrscheinlich klappt die zu. Und ich muss, das wird Tür 3 sein eventuell, dass ich da einfach nur straight durchrennen muss. Verstellen kann ich die nicht, oder? Nee. Ich habe auch keinen Schlüssel hierfür. Vielleicht finde ich den noch. Vielleicht hätte ich den schon längst finden sollen. Ich guck mal, ob ich es bis dort hinten hin schaffe zu rennen in der Zeit. Hä? Ist die mit aufgegangen am Ende? Und ich habe das nicht richtig gesehen. Aber die stehen doch... Nee, die stehen immer an einer anderen Stelle. Wenn die stehen bleiben, okay. War das jetzt richtig? Keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall woanders gelandet. Oh, wo, wo? Da. Hedge, dort waren wir ja vorhin gewesen. Note Key Hatch. Key. Okay, das ist der dafür, den wir brauchen. The elevator leads to the showers. Der Fahrstuhl bringt einen zu den Duschen. Warum? Wir werden schon noch wissen, warum das wichtig ist. Vielleicht ist es auch gar nicht wichtig und soll eine Gruselstimmung verbreiten. Okay, da kommen wir wieder raus aus dem Ganzen hier. Hier ist aber erstmal noch ein Zettelchen. Da haben wir das Blatt auch bald voll. Oh, hier. 77 in der Richtung. Kann ich das jetzt umwerfen? Steckt das auch fest? Offensichtlich. Schade. 764 in der Richtung. Da oben scheint noch was zu liegen. Zur Sicherheit einfach nur wieder. Ach, das ist noch dahinter. Schade. Hinter der Mauer quasi. Ich habe nur gedacht, wir nehmen das mal wieder mit. Ich hab nur gedacht, es liegt dort oben. Aber tut es nicht. Unter dem Ding ist hier nichts, ne? Das würde es uns auch anzeigen, wie immer. Okay. Ein Reel, sehr gut. Die Nummer 1, da fehlt uns nur noch die 8. Das wäre echt der Hammer, wenn wir alle finden würden. I'm sorry, I haven't been in touch. Please don't be mad at me for this. Es tut mir leid dafür, dass ich mich nicht gemeldet habe. Bitte sei deswegen nicht böse auf mich. When I last saw you,
We were just little kids. Als ich dich das letzte Mal gesehen habe, waren wir noch Kinder? Hat er das gesagt? Das mit den Kids, davor habe ich nicht ganz verstanden. And I hope you can still recognize the voice of your brother. Aha, und ich hoffe, du erkennst weiterhin oder immer noch die Stimme deines Bruders. Rory is grown up. Auch wenn er erwachsen geworden ist. Okay, das war's schon. Okay. Okay, dann weiter. Hier dahinter soll irgendwo der Schlüssel sein. The terrarium. I hope there's no bugs left. Nicht so der Käferfreund anscheinend. Oh, wartet mal, hier ist was. Was? Broad Mouth? Ich weiß leider nicht, was Broad ist. Okay, wir haben keinen Code. Nee, ich habe gedacht, das sind auch weiße Orbs, aber da sind keine. Sein, Lean und Board. Die Gegend hier kommt mir echt richtig labyrinthmäßig vor. Das ist nicht so ein Level, was mir so gut gefällt, muss ich sagen. We are all under Earth. Wir sind alle unter der Erde. Meinen die das, weil sie halt vergraben sind? Oh nein. Ach doch, okay. Ah, okay. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal das andere holen, was jetzt hier ist. Weil ich denke, dass das hier irgendwo in der Nähe sein wird. Sein, das hier. Ich habe ein komplettes Schild mitgenommen. Okay. Warum nicht? Das ist außerhalb des Dingens, oder? Nee, muss nicht. Oder doch, muss. Da muss ich hier wieder raus. Irgendwie ist da ein Baum ganz oben drauf. Wahrscheinlich können wir dort echt noch langlaufen irgendwie. Aber, warte mal, wenn ich da rausspringe. Wir gucken mal. Ich kann ja hier hoch, aber ich kann da nicht rausspringen, ne? Nee, okay. Da kommen wir also erstmal nicht weiter. Da komme ich auch nicht lang, weil das Schild davor steht. Also müssen wir erstmal zurück. Wie auch immer wir zu dem Ding hier hinkommen. Vermutlich müssen wir das auch noch hochlatschen. Mal sehen. So, wir sind jetzt aber erstmal vorne wieder angekommen. Wir können den Key finden, oder wir müssen erstmal den Key finden, um dann durch die Hatch, durch die Luke zu steigen. Da waren wir noch nicht drin. Aber dort oben waren wir. Hätte ich dort nicht über den Zaun, na lass mich doch mal durch, über den Zaun springen können, um dort runterzukommen oder so? Ich weiß es nicht genau. Deswegen gehen wir einfach mal dorthin und gucken uns das an. Ob es denn irgendwie möglich wäre. Ich überlege gerade, ob ich... Ich gehe erst mal hier außen rum lang. Das machen wir, glaube ich, zuerst.
Dann können wir gleich sehen, ob das eingezäunt ist, wo das andere ist. Aber wir sind ja hier außenrum schon mal lang gelaufen. Das hätten wir doch gesehen, oder? Vielleicht auch nicht. Ich denke, dass es noch innerhalb der Mauern ist. Dann würden wir gerade den Weg umsonst laufen, was echt ärgerlich ist. Ja, es ist immer weiter links. Wir müssen zur Sicherheit. Ja, da ist das Gerät, seht ihr? Ah, hier sind wir auch vorbeigelaufen. Da drin ist es. Okay, da kommen wir jetzt aktuell wirklich nicht hin. Auch nicht hoch auf die Mauer, um dann runterzuspringen oder irgendwie sowas. Oben die ganze Zeit auf dem Zaun lang balancieren, das kriegen wir auch nicht hin. So ein Sprintmodus wäre echt was gewesen. Nun gut, nun gut. Übrigens nehme ich das alles immer noch am Stück auf. Falls ich an manchen Stellen mit dem Kopf hängen bleiben sollte und das aktuell nur nicht merke, weil ich halt hängen geblieben bin, dann möchte ich mich dafür entschuldigen, indem ich sage, liebe Leute, ich nehme das alles am Stück auf. Seht mir nach, wenn ich durchdrehe. Was ist denn das da oben? Da war ich ja auch noch nicht. Da kommen wir gleich wieder zum Auto. Das sehen wir theoretisch von hier. Ach, Hallöle. Würde ich ja auch einfach reinspringen können. Ups. Board. Was kann ich das Board? Lean. Na gut. Die Note, die ich erst nicht mitnehmen konnte, die ist auf jeden Fall jetzt anwählbar, sehe ich gerade. Was? For Information 921123. Das brauchen wir für den Code unten. Bei den Käfern, kann das sein? Das kann sein. Wisst ihr was, wir nehmen mal zur Sicherheit ein Bällchen mit. Das kann sein bei den Käfern. Dann müssen wir zwar jetzt nochmal hier unten den Weg lang laufen, aber das... Nein, jetzt bin ich den falschen Weg lang. Oh nein, der falsche Weg. Jetzt kommen wir ja wieder zu den blöden Dingern hier, zu den... Das kann ich auch nicht aufmachen, ne? Nee. Zu den doofen Dingern, aber hier ist die Head. Hardened Door. Hier bin ich jetzt richtig gefickt, ne? Wenn jetzt noch ein Viech kommt oder so. No light in the tunnel. Okay. Ja, Hedge. Dafür brauchen wir den Key, den wir auch noch nicht haben. Den wir wo finden? Key? Den Key. Da hinten. Wäre er irgendwo gewesen. Aber ich glaube auch, dass der eventuell irgendwo unten ist. Den nehmen wir mal zur Sicherheit wieder mit. Falls wir den noch irgendwie brauchen. Ja, und jetzt... Müssen wir hoffen, dass das so ein bisschen funktioniert. Aber ich glaube nicht. Ja. Die Funktionsweise war es nicht. Ich komme auch nirgends wie anders dort lang, ne? Ist ein bisschen nervig. Aber da kriegen wir bestimmt auch noch irgendwann mal einen Shortcut, dass wir nicht immer durch die Kacke hier durch müssen. Ich hab's genau ins Gesicht bekommen.
Ja. Ich habe gedacht, mit ein bisschen Bescheißen geht's, weil wir an der Seite dort durchschlüpfen können. Aber offensichtlich ist es bescheißsicher. So. Okay, ob das so gedacht ist oder nicht, keine Ahnung. Ist mir auch ganz egal. Hauptsache, wir kommen durch. Okay. Jetzt bin ich halt den mega umständlichen Umweg gegangen, weil ich dachte, dass es dort unten zu den Käfern geht. Das tut mir leid, Freunde. Das war keine Absicht, das so zu machen. Okay, hier kommen wir auch nicht lang. Das kann ich nicht umboxen oder sonst irgendwas. Kann ich auch nicht umschießen? Nee. Das ist schade. Da hinten liegt doch irgendwas noch. Das ist hinter der Wand, da komme ich nicht dran. War das real? Da ist der Key. Okay. Das wäre jetzt natürlich mega geil, wenn das wirklich der Code dafür ist. Wenn nicht, ärgere ich mich ein bisschen. Er ist es. Okay, können wir irgendwas aktivieren? Ist das? Was? Warum macht sie das? An der Stelle. Was ist hier? Keine Ahnung. Wir machen auf jeden Fall alles wieder an. Was auch immer es für einen Sinn ergibt, das zu tun. Hier gar nichts. Nee, ich glaube, da kommt nichts. Okay, die sind alle noch an. Hier sind irgendwelche Bergkäferbilder. Ist ein Stuhl. Kann ich hier jemanden... Nee, auch interviewen geht nicht. Was haben wir hier? Ein paar Notizen von den Meetings der Zooangestellten. Der Pool muss sauber gemacht werden. Nicht genug Chlor im Wasser. Die Security-Personalmenschen haben sich darüber beschwert, dass über die fehlende Kommunikation beschwert. Vielleicht sollte man in Walkie-Talkies investieren. Geräusche von vom Süden des Zoos machen die Schimpansen ganz verrückt. Victor war da schon einige Male, aber er hat dort nichts sehen können oder auch hören. Er glaubt, dass das eine Art Windphänomen ist. Und Clarissa hat gemeint, dass das ja mit diesem alten indischen Fluch zu tun hat, mit dem verfluchten Grund, nicht indischen. Oder? Was stand dort? Ich habe vergessen, was da steht. Mit diesem alten Fluch auf jeden Fall, nicht indisch. Das habe ich geöffnet, oder? Ich glaube, das habe ich geöffnet. Es ist hier aber. Okay, hier kann ich was machen. Aber was ich dafür brauche, habe ich nicht. Was macht es aber für einen Sinn, dass die Käfer dahinter waren? Warum ist jetzt nur einer aufgegangen? Oder waren die anderen? Ich muss noch mal kurz hier durchgehen, sorry. Oder waren die anderen davor? Hier zum Beispiel wäre doch bestimmt auch noch irgendwas, was aufgeht. Weil dort hing auch ein Käferbild. Und hier vorne, das...
Hier ist nämlich auch was aufgegangen. Key. Okay. Den brauchen wir bestimmt. Er ist hier nicht drin. Den Schlüssel brauchen wir bestimmt. Ist jetzt schon wieder getan. Das klingt immer, als würde jemand seinen Hosenstall zumachen. Für die Bodenluke, wisst ihr? Ich habe doch auch alle angemacht, ne? Das ist an. Das ist an. Das ist an. Okay. Warum ist da ein Fragezeichen drauf? Ist das der, der am Boden liegt? Also, wo der das Schild am Boden liegt? Ja. Also entweder müssen wir das noch rätseln. Oder wir kommen über die Klappe vielleicht dort rein. Das könnte auch noch sein. Können wir sogar reingucken, dass da nichts drin ist. Okay. Da sind wir nicht viel, aber ein bisschen auf jeden Fall wieder vorangekommen. Liebe Leute, ich würde sagen, das ist doch ein Moment, bei dem wir mal wieder eine kurze Pause einlegen könnten. Und wir machen beim nächsten Mal weiter, wenn es wieder heißt Let's Play Silvio. Bis dann. Tschüss.